Hinter mir sieht man die Berliner Aktion Fridays for Future. Insgesamt gehen in über 100 Ländern 1700 Demonstrationen über die Bühne. Schülerinnen und Schüler engagieren sich gegen die Klimakrise für eine bessere Energiepolitik und sie nehmen dazu ganz bewusst den Regelbruch in Kauf. Sie streiken, bestreiken die Schule und entscheiden sich bewusst auch dafür, Konsequenzen in Kauf nehmen zu müssen. Ich finde, das zeigt, dass unsere Jugend, die heutige Jugend, im Gegensatz zu diesen pessimistischen Äußerungen sich sehr für ihre Zukunft interessiert, dass sie sich informiert, dass sie sich politisch engagiert. Sie kann sich organisieren, sie können sich zusammenschließen. Also sie haben all diese Fähigkeiten, die wir ja auch für ihre Zukunft von ihnen erwarten. Und sie setzen sie dafür ein, dass wir, die jetzt in Verantwortung sind, Politik für ihre Zukunft machen. Ich finde das großartig und ich grüße auch die Schülerinnen und Schüler, die in meinem Wahlkreis heute auf der Straße sind, für ihre Zukunft.